Edu, das vierte Video in Reihe von der Rassegeflügelausstellung. Du hast noch eine Rasse, die du hier ausstellst. Ja, die New Hampshire. Die Zwerg New Hampshire in goldbraun. Ja. Und hast du, entspricht deinen Erwartungen oder? Entspricht meinen Erwartungen und meinen Erwartungen eben mit einer M-Zacke. Eine M-Zacke. Oh, hier. Was ist denn das? Bei der letzten Henne. Die hat hinten den Ansatz einer M-Zacke beim Kammabschluss. An der Stelle brauchen wir jetzt doch, glaube ich, mal eine kurze Erklärung. Also die Punkte, die man auf einer Ausstellung kriegen kann, gehen von befriedigend 90 über gut 91 und 92 über sehr gut 93, 94 und 95, dann HV 96, das ist schon verdammt gut, zur Bestnote V, das sind 97 Punkte und U ungenügend 0 Punkte oder OB ohne Bewertung, dann kriegt man quasi auch keine Punkte, aber man kriegt nicht 0 Punkte, sondern keine Punkte. Und es gibt Ausschlussfehler, die eben von der Bewertung ausschließen, weil das so schlimme Fehler sind oder angeblich schlimme Fehler am Skelett oder irgendwo sonst, dass dadurch dann eben auch 0 Punkte vergeben werden. Und die gefürchtete M-Zacke, die ist eben ein Ausschlussfehler. Da kriegt man dann für das Tier 0 Punkte, obwohl es sonst wunderschön sein kann. Und wer Edu kennt, der merkt an seiner Stimmlage, das wurmt ihn doch ein bisschen, dass da eine M-Zacke ist. Was ist also eine M-Zacke? Hier kommt der Vorkamm und dann geht es los mit den Zacken. Und dann hier hinten kommt die Kammfahne. Und jetzt ist es hier wunderschön, ein Kamm. Jetzt gehen die Zacken hier immer auf dieselbe Linie. Schade, das Rot geht nicht mehr so. Oder vielleicht geht der Rotstift. Jetzt kann man sich hier oben ist die Spitze von der Zacke, hier unten ist das Tal und die Täler. Die müssen quasi auf einer Linie immer unten diese Linie, diese gedachte Linie, müssen die treffen. Und sobald hier mal ein Tal nicht ganz runter geht, sondern nur so weit runter geht, dann hätten wir hier quasi, würden wir dann das M sehen. Das ist dann eine M-Zacke. Und das ist dann quasi für die Preisrichter ein ganz schlimmer Fehler. Das Tier fällt dann durch. Oder eben, wenn es mit einem blauen Auge, könnte auch schreiben, Kammschnitt sauberer oder schöner im Kamm, Zacken oder irgendwie, weiß ich nicht genau. Nebenzacke gibt es auch, das wäre quasi Nebenzacke, das ist eher das, was wir bei Edu sehen. Bei der vorletzten Zacke ist es hier, ja, kann man auch M-Zacke nennen, ich habe es eher so gelernt, dass das eine Nebenzacke wäre. Und bei der letzten Zacke hier, da ist das so ein bisschen eingeschnitten. Mit dem Auge zugedrückt hätte man die als dicke Zacke gesehen, dann wäre das Tier, glaube ich, durchgegangen. Also, na gut, weiter geht's mit dem Video. Ganz hinten auf der Fahne ist quasi eine Zacke, die in so einem Mini, ja, ich kann es nachvollziehen, aber man hätte vielleicht auch ein Auge zudrücken können, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Der Stand soll nicht tiefer sein, ist der einzige Wunsch und sonst sehr gute Körperhaltung. Grundfarben, Blüte, Lauffarbe, super. Also, wenn die Zacke nicht wäre, wäre das ein 94er-Tier. Aber, naja. Ja, und direkt daneben hast du ja ein 95er-Tier sogar. Ja. Also auch. Ich habe genug Hennen zu Hause. Wollte ich gerade sagen, wenn du von denen 6 hingestellt hättest. Wäre ich auch auf einer hohen Punktzahl gelandet. Aber hallo. Auf jeden Fall. Aber wolltest du nicht? War dir zu teuer die 3 Euro? Die Standgebühren waren dann nicht maßgebend. Maßgebend war eben ganz einfach, weil ich die gelben noch mit ausstellen wollte. Sonst hatte ich hier die 4, 6 Hennen und 2 Hähne, so wie bei den Welsummern. So war das eigentlich geplant von mir. Oder hattest du keine Kisten mehr und hättest 2-mal fahren müssen? Ja, ich hätte die 20 Tiere waren genug. Ja. Und dann habe ich mich entschlossen, die gelben Zwerchweindotten mitzunehmen und hier eben 4 Hennen zu streichen. Okay, ja, na gut.
Ja, bisher. War in diesem, wäre vielleicht auch nicht besser gewesen. Aber denn die vier haben ja auch sehr viele Punkte gekriegt, ja, die Gelben. Ja, ja. Nee? Also, und ich bin im Ganzen sehr zufrieden. Okay, sehr schön. Und die Gelb-Weiß-Gesperrbarten, hattest du nicht genug oder wolltest du? Habe ich gar keine. Ach, da hattest du ja gar keine. Habe ich gar keine. Da waren die Gelben rausgefallen dann. Ja. Ja, okay. Da, die Gelb-Weiß-Gesperrbarten können eventuell im nächsten Jahr wieder da sein, wenn aus Schleswig-Holstein der mir Bruteier schickt. Ja, ja, ich habe mit ihm gemeldet. Hat er dich schon angerufen? Der hat mich schon angerufen. Oh, ich schön. Schön. Schönes Gespräch mit ihm. Ja, ist auch ein junger Züchter, ne? Ist ein sehr junger Züchter, 22 glaube ich erst. Und der möchte aber mit seinen Tieren mindestens zwei Stämme aufbauen. Und hat mir versprochen, ich bekomme von ihm im Frühjahr Bruteier. Oh, ist schön. Das finde ich richtig, richtig toll, ja, dass das klappt hier über die Videos, dass man sich gegenseitig hilft. So, die Zwerg-New Hampshire, mit denen machst du aber auch weiter. Mit denen mache ich auch weiter. Ja, okay, also du denkst nicht dran, nach dem Vereinsmeister dich zur Ruhe zu setzen. Nein, zur Ruhe zu setzen sowieso nicht, aber eventuell ein bisschen weniger zu brüten. Oh. Ergibt sich im nächsten Frühjahr. Okay. Wie gesund ich bin und wie, ja, so ein bisschen, wie ich jetzt die restlichen Hennen verkaufen kann. Ja, ach, das kriegst du auch hin, ne? Nee, aber wenn morgen Besucher kommen und die Tiere sehen, habe ich eigentlich keine großen Bedenken. Ja. Wer Interesse hat. Dann stellst du ein Schild hin. Ja. Hennen zu verkaufen. Ja, danke, Edo. Danke für die vier kurzen Videos. Und wir sehen uns dann. Mach's wir sehen gut. Uns morgen wieder, ne? Wir ja, aber die Zuschauer, ja, weiß ich nicht. Ja. Hier oben rechts in der Ecke möchte ich euch ein altes Video von mir empfehlen, wo ich diverse Ausschlussfehler von Hühnern direkt am Hahn selbst besprochen habe. Und hier oben links habt ihr die Playlist von dieser Ausstellung, wo die anderen Videos mit drin sind. Also macht's gut!